Das SEK stürmt eine Wohnung. Musste eine Frau sterben, weil Michael S. nie hätte aus dem Gefängnis entlassen werden dürfen? Eine Frage, die bis heute große Fragezeichen aufwirft. Auch mit einem handwerklich gut gemachten Prognosegutachten kann es Rückfälle geben. Anne kommt einfach nicht mehr wieder. Das war ja ein Overkill, ne? Das war ja ein richtiger Overkill, ne? Der hatte meinen kleinen dreijährigen Sohn damals auf dem Arm. Michael S. saß 27 Jahre im Gefängnis, die letzten 14 davon hier hinter mir in der JVA-Schwerte. Dann wurde er freigelassen und es geschah das. Ein Mordverdächtiger aus Schwerte hat seine eigene Festnahme per Live-Video bei Facebook übertragen. Diese Bilder gingen 2019 viral. Vielleicht habt ihr sie ja auch gesehen. Er ging live 3 Monate, nachdem er aus der JVA entlassen wurde. 5 Tage zuvor tötete er nämlich Anne K. Michael S. wird frühzeitig aus der Haft entlassen, weil das Gericht auf Grundlage eines Gutachtens zu dem Ergebnis kommt, dass von dem Gefangenen keine Gefahr mehr ausgeht. Und trotzdem muss jemand sterben. Deswegen will ich wissen, wie aussagekräftig sind solche Gutachten eigentlich? Dazu spreche ich mit Gutachter Dr. Bernd Roggenwallner. Im Fall Michael S. war er aber nicht der Gutachter. Eine Prognose gibt niemals hundertprozentige Sicherheit. Und man sagt, ein gutes Prognosegutachten hat vielleicht eine Aussagewahrscheinlichkeit von 75-80%. Das ist eine ganze Menge eigentlich, aber es sind nicht 100. Und das heißt, auch mit einem handwerklich gut gemachten Prognosegutachten kann es Rückfälle geben. Sowohl sein Gutachter als auch seine Mitmenschen sind nicht davon ausgegangen, dass von Michael S. eine Gefahr ausgeht. Was er so für ein Mensch war, das erfahre ich noch von seinem Anwalt und einem ehemaligen Mithäftling. Jetzt spulen wir aber erstmal in der Zeit zurück, denn Michael S. war schon als Jugendlicher kriminell. In seiner Jugend begeht Michael S. mehrere Straftaten. Von Diebstählen bis hin zur Körperverletzung ist alles dabei. Deswegen muss er Ende der 80er Jahre eine 4-jährige Jugendstrafe absitzen. Danach bleibt er aber nicht lange auf freiem Fuß. Nur 6 Tage nach seiner Entlassung tötet er hier in Aachen eine 59-jährige Rentnerin, wird daraufhin zunächst aber nicht gefasst. Erst nachdem er etwa 4 Wochen später eine 52-jährige Verkäuferin zu sexuellen Handlungen zwingt, kann er gefasst werden. Die Folge? Lebenslange Haft. Nach eigenen Angaben wurde Michael S. in der Kindheit von Verwandten und im Gefängnis von Mitinhaftierten sexuell misshandelt. Kommen wir aber wieder zurück in die Gegenwart. In der JVA gilt Michael S. als Vorzeigegefangener. Er nimmt an mehreren Kulturprojekten teil und arbeitet sogar als Gartenlandschaftspfleger. Diese Tätigkeit wurde auch außerhalb des Geländes der JVA ausgeführt, sodass der Angeklagte die Gelegenheit hatte, mit vorbeigehenden Passanten Kontakt aufzunehmen und Gespräche zu führen. Diese Gelegenheiten nutzte der Angeklagte und verwickelte zahlreiche Frauen fortgeschrittenen Alters in Gespräche. Dieses Verhalten wurde von den Justizvollzugsbeamten als distanzlos und inadäquat eingestuft, sodass der Angeklagte zeitweise nur noch innerhalb der Anstalt Arbeiten verrichten durfte. Vielleicht hat Michael S. auch schon hier sein späteres Opfer gesehen. Eine Person, die Michael S. noch persönlich im Gefängnis kennengelernt hat, ist Peter William Meyer. Er ist nämlich ein ehemaliger Mithäftling und arbeitet mittlerweile als Prison Coach. Nur wenige kamen Michael S. so nah wie er. Pete hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen auf die Zeit im Gefängnis, aber auch auf die Zeit danach vorzubereiten. Mit dabei ist übrigens auch der Anwalt von Michael S., der dazu beigetragen hat, ihn frühzeitig zu entlassen. Mit ihm spreche ich gleich noch. Es gab keine Tataufbereitung. Wie hast du Michael S. damals erlebt? Er war von der Aura, vom Charisma her, sehr pazifistisch. Er hatte überhaupt nichts Aggressives an sich. Alle wussten ja, dass er praktisch zum Mobiliar gehörte. Es war ja keiner so lange da wie er. Aber die meisten haben ihn auch nicht so ernst genommen.
die Mithäftlinge. Weil er war der Einzige, der barfuß durch die Gegend rannte und mit seinem Fußkettchen und kein Fernseher haben wollte und malt und Gedichte schreibt. Und die meisten anderen Knackis, die stehen ja eher auf Fußball oder auf Helene Fischer oder auf Bodybuilding. Pete konnte nach 4 Jahren Haft die JVA verlassen, wurde dann Prison Coach und bekam die Anfrage, Michael S. während seiner Hafturlaube zu begleiten. Und dann hat er bei mir auch übers Wochenende die Tage verbracht. Der kannte meinen kleinen Sohn, der hatte meinen kleinen dreijährigen Sohn damals auf dem Arm. Der kannte die Mutter meines Sohnes. Der kannte Teile meines Freundeskreises. Ich habe ja meinen Auftrag ernst genommen. Laut Gutachten gilt er dann als resozialisiert und wird daher im Oktober 2018 nach 27 Jahren Haft vorzeitig entlassen. Ein ganz großes Fund bei ihm war, der hat jetzt unheimlich lange gesessen. Wirklich unheimlich lange gesessen. Dass so alle Beteiligten sich am kleineren war, der muss jetzt irgendwann mal raus. Ja, habe ich mein Programm abgespult und das war dann erfolgreich. Und danach habe ich den nicht mehr gesehen, weil dann ist mein Job erledigt. Dass er Michael S. nicht zum letzten Mal gesehen hat, ahnt Martin Dürkop hier noch nicht. Nach der Entlassung wird Michael S. von einer Bewährungshelferin betreut, zieht in eine möblierte Wohnung und arbeitet sogar in einer Gärtnerei. Auf den ersten Blick scheint das wie ein guter Start in ein neues Leben. Doch mit der Zeit wird er immer unzuverlässiger, nimmt Drogen und feiert viel. Da gibt es diese Szene, er hat die Kartons noch nicht ausgepackt in seiner schönen neuen Wohnung. Das Erste, was der macht, ist, stellt die Füße auf den Tisch, nimmt sich eine Schere und schneidet sich diese Buddha-Kettchen ab, die er am Fuß hat. Wie Fußfesseln. Er schneidet, das ist das Erste, was der macht. Das ist das, was der die letzten 14 Jahre immer getragen hat. Was sein ganzes Stand, seine ganze Rolle war. Und plötzlich dreht er sich um 180 Grad. Unmittelbar danach tötet er eine 72-jährige Frau. Wie war da deine allererste Reaktion, als du das erfahren hast? Das war ein Riesenschock. Und da brauchte ich auch mindestens eine Woche oder 10 Tage, um mich davon, das überhaupt einsortieren zu können, um mich davon zu erholen. Entweder, dass er nochmal einfährt, also die Bewährung weg, dass er die Wohnung verliert oder obdachlos, dass er eventuell noch irgendwie auffällig wird wegen BTM, also Betäubungsmittel oder so. Das war so im Rahmen des Möglichen. Das haben wir so eventuell kommen sehen. Aber dass er das macht. Nee, das geht nicht. Ich habe viele Worte für alles, aber da habe ich keine Worte für. Jetzt, wo ich hier so entlang laufe, wird mir erst bewusst, wie nah das spätere Opfer Anne K. von der JVA entfernt gewohnt hat. Es sind wirklich nur 150 Meter entfernt. Ob Michael S. die Tat schon hinter Gittern geplant hat, ist aber unklar. Sie war eine sehr moderne Frau, die zahlreiche Kontakte zu Freundinnen und Nachbarn pflegte und gerne Motorrad fuhr. Sie hatte einen schwerbehinderten Sohn, der in einem Pflegeheim in Iserlohn untergebracht war und sich einmal wöchentlich bei der Getöteten aufhielt, wo er in seinem weiterhin vorhandenen Kinderzimmer übernachtete. Das ist das Haus von Anne K. und auch der Tatort. In dieses Haus ist Michael S. am 8. Januar 2019 wahrscheinlich gegen 19 Uhr eingedrungen. Was genau geschah, ist aber unklar, weil er dazu keine Angaben gemacht hat. Es wird aber vermutet, dass Michael S. Anne K. gegen ihren Willen Hose und auch ihren Slip ausgezogen haben soll. Wie und wann ein sexueller Übergriff erfolgte, weiß man aber nicht. Das war ja ein Overkill, ne? Das war ja ein richtiger Overkill, ne? Also, was heißt Overkill? Also in welchem Sinne? Ja, Mehrfachtötung quasi. Ne? Also die Frau ist geschlagen worden. Die ist, ich glaube, es gab 3 oder 4 Messerstiche. Ist die gewürgt worden. Ist sie auf einen Rattansessel gesetzt worden. Teppiche drauf, Handtücher drauf und angezündet. Okay? Das war ja, da ist was explodiert. Ja? Und er war 9 Stunden mit einer sterbenden Frau in einem Haus.
Das perfide: um 0.20 Uhr benutzt Michael S. den Rechner von Anne K. und sucht im Internet nach Porno-Oma. Anschließend verursachte er 3 Brandherde in dem Haus der Getöteten, wobei er beabsichtigte, die Spuren seiner Taten zu verwischen. Dabei konnte nicht sicher festgestellt werden, ob Frau zu dem Zeitpunkt der Inbrandsetzung bereits verstorben oder lediglich bewusstlos war. Todesursächlich waren entweder die gegen den Hals gerichtete Gewalteinwirkung oder die Verbrennungen. Die Brände gingen aber scheinbar wieder aus. Gegen 7 Uhr alarmierte ein Nachbar die Feuerwehr, nachdem er den Rauchmelder gehört hat. Als die Feuerwehr dann eintraf, lag die Leiche bereits verbrannt auf dem Boden. Ihr Gesicht war so verbrannt, dass man das Opfer erstmal gar nicht identifizieren konnte. Gegen 7.30 Uhr war Michael S. dann wieder auf der Arbeit, so als wäre nie etwas passiert. Vor Ort wurde auch nichts als auffällig wahrgenommen. Das Einzige, was auffällig war, ist, Michael S. war ungewöhnlich unaktiv auf Facebook. Der war ständig auf Facebook unterwegs. Ja, also ich habe ihm das ja erklärt mit Facebook. Ja. Durch mich ist er ja. Ich habe ihm das ja alles eingerichtet. Und was macht der? Der filmt sich selbst. Ja. Die ganze Zeit. Ja. Fünf Tage nach der Tat gibt es einen DNA-Treffer. Die Spuren beweisen, dass Michael S. im Haus des Opfers war. Und so kommen wir zu der Szene vom Beginn. Vermutlich hat Michael S. mit der Festnahme schon gerechnet. Ich weiß noch ganz genau, wo ich war. Ich saß im Auto in Dortmund beim Manufaktum und da rief mich die Dortmunder Mordkommission an und schilderte mir, dass es eine neue Tote gibt, tatverdächtig ist Michael S. Und dann wurde mir noch geschildert, dass das live gestreamt worden ist auf Facebook. Na? Und ja, ich war auch schockiert, natürlich, klar. Kommt manchmal ein schlechtes Gewissen hoch oder Gedanken, vielleicht hätte ich ihn damals nicht mit unterstützen sollen, ihn vorzeitig entlassen zu lassen? Also ich habe, mir ging es wirklich, und ich nehme eigentlich nichts mit nach Hause, ne? Und wirklich, ich nehme eigentlich nichts mit nach Hause. Aber da ging es mir immer eine Woche, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen länger, richtig scheiße, ja. Richtig scheiße, deutsch gesagt. Ja. Dann hat mir der Staatsanwalt gesagt, was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich? Du bist der Einzige, der seine Arbeit richtig gemacht hat. Du hast ihn rausgeholt. Alle anderen müssen sich Fragen stellen. Nach der Tat gab es einen richtigen Shitstorm im Netz. Die Menschen konnten einfach nicht verstehen, warum Michael S. freigelassen und vor allem als ungefährlich eingestuft wurde. Fakt ist, Michael S. wurde vorzeitig entlassen, weil er als resozialisiert galt, tötete aber nur wenige Monate später eine 72-jährige Frau. Wenn man auf seine Vergangenheit blickt und weiß, was schon alles schiefgelaufen ist, hätte man dann nicht schon wissen sollen, dass wieder eine Straftat begangen werden kann? Man muss sich ja klar machen, dass zwischen den Taten 27 Jahre liegen. Und wofür man sich entschieden hat, ist, den Verlauf zu würdigen. Und der wurde offensichtlich so gewürdigt, dass man gesagt hat, die Persönlichkeit hat sich so verändert, dass der Betreffende nicht mehr gefährlich ist. Das war im Nachhinein natürlich falsch, aber man muss sich natürlich klar machen, dass eine gut dokumentierte Entwicklung über 27 Jahre in einer Haftanstalt oder in mehreren Haftanstalten sind mit mehreren Begutachtungen. Er war eben in der Lage, unter diesen Haftbedingungen sich vernünftig zu verhalten, sodass er nach außen hin immer angepasst und normal wird. War Michael S. die ganze Zeit über ein perfekter Schauspieler? Das ist ja the $1 million question letzten Endes. Am 4. Juli 2019 startet dann der Prozess gegen Michael S. vor dem Landgericht Hagen. Auch nach der Tat bleibt Martin Dürkop sein Anwalt. Bei den Prozessen erscheinen auch Freunde des Opfers. Ihre T-Shirts haben sie mit einem Bild der 72-Jährigen bedruckt.
Wir sind für unsere Freundin hier und natürlich auch ein Stück für uns, weil wir müssen auch irgendwie damit klarkommen. Wir haben ganz viele Fragezeichen noch, die wir hoffen, dass die in dem Prozess geklärt werden. Vor Gericht wird Michael S. von Beobachtern als empathielos wahrgenommen. Obwohl er seine Festnahme noch so öffentlich bei Facebook livestreamte, versteckt er jetzt sein Gesicht. Wie hat er auf dich gewirkt nach dieser Tat? Ich glaube, das so erkannt zu haben, in dem Wissen, dass das war's jetzt mit meinem Leben. Hm. In Freiheit. Ich meine, er hat gesagt, es tut mir leid. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, er hätte gesagt, es tut mir leid. Aber selbst das kann man ihm nicht glauben. Nicht? Sehr schwer. Erst in der vergangenen Woche beim letzten Wort hatte Michael S. um Vergebung gebeten. Eine Art Geständnis, ohne die Tat konkret zu schildern. Weil Michael S. seine Tat nicht konkret schildert und auch die Spuren nicht ausreichend sind, konnten die Richter den genauen Tathergang nicht rekonstruieren. Die Konsequenz? Michael S. kann kein Mord nachgewiesen werden. Am 18. Dezember 2019 wird er deshalb hier vor dem Landgericht Hagen wegen Totschlags verurteilt. Der Angeklagte wird wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Seine Unterbringung in der Sicherungsverwahrung wird angeordnet. Wie kann man einem Ermordeten gerecht werden? Das kann man nicht. Anne kommt einfach nicht mehr wieder. Von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, hätte wirklich niemand gedacht, dass Michael S. noch mal jemanden umbringen würde. Aber wie kann das sein, dass keiner gemerkt hat, dass dieser Mann noch gefährlich ist? Was denkt ihr darüber? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr den Fall genauso bewegend fandet, lasst einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und schaut euch die Filme meiner Kollegen an.